Willkommen zurück nach Österreich und nach Linz. Neben mir Peter Ruf, Schweißfachingenieur. Herr Ruf, können Sie uns sagen, wie viel Schweiß dort hier pro Jahr verarbeitet werden? Ja, natürlich sehr exakt sogar. In den vergangenen 5 Jahren haben wir durchschnittlich 156 Tonnen Schweißdraht pro Jahr verarbeitet. Ja, bei so einer großen Menge, da drängt sich die Frage auf, wie kann man die Qualität sichern? Ja, zum einen muss man sagen, wir haben ein sehr hochqualifiziertes Schweißfachpersonal mit zusammen einer Summe von über 250 verschiedenen Zertifikaten, Schweißzertifikaten, welche Sie alle 2 Jahre erneuern müssen. Und im Zuge dieser Erneuerung müssen Sie auch Arbeitsproben machen. Ja, aber diese Arbeitsproben, die werden dann ja von einem ganz eigenen Prüfpersonal überprüft. Das ist die Überprüfung in der zerstörungsfreien Prüftechnik von einem speziell ausgebildeten und zertifizierten Prüfpersonal in den verschiedenen Prüftechniken wie visuelle Prüftechnik, Magnetic Testing oder Penetration Testing. Vielen Dank für die Informationen. Bitte sehr. Und Sie sehen, hier zählt tatsächlich jede einzelne Schweißnaht und das muss auch so sein im Hinblick auf Sicherheit und Wirtschaftlichkeit der Maschinen. Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Aktuell TV. Einen Hinweis habe ich noch für Sie. Die 26. internationale Ausstellung Fahrwerktechnik IAF steht wieder vor der Tür. Sie findet von 28. bis 30. Mai in Münster statt. Mehr Aussteller als je zuvor haben sich bereits angemeldet. Ein neuer Besucherrekord wird erwartet. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.